Herzlich willkommen zu Pixel, dem Magazin rund um PC, Spiele, Apps und den digitalen Lifestyle hier bei TechTime TV. Liebe Zuschauer, das Jahr geht ja langsam aber sicher zu Ende und ich finde, es war ein sehr smartes Jahr. Oh ja, finde ich auch. Diverse Smart Sticks haben wir getestet im Laufe des Jahres hier bei uns bei TechTime TV, zum Beispiel im Magazin den Wi-Fi-Display-Dongle von Schweiger. Oder der Chromecast von Google war auch irgendwann im Laufe des Jahres mal mit dabei. Und jetzt zum Jahresabschluss haben wir noch ein Prunkstück mit dabei. Der Go All TV Smart Stick. Schaut schon so futuristisch aus. Irgendwie schon, ja. Ist aber eigentlich nur eine WLAN-Antenne hier, also Wi-Fi quasi mit eingebunden. Was der kann, gibt es nachher hier in der Sendung. Außerdem noch vieles, vieles mehr. Wir schauen uns tolle Gadgets und Geschenkideen für Weihnachten an aus unserem Lieblings-Online-Shop coolstuff.de. Dann haben wir noch die Technik-Ecke mit unserem IT-Experten Jörg dabei. Der verrät uns detailliert etwas über VPN. Wieder mal Teil 2. Teil 2. Schon angesprochen. Genau, vorige Sendung war ja auch schon so ein bisschen zu sehen. Dann haben wir das YouTube-Fundstück des Monats. Zwei frische Filme auf DVD bzw. Blu-ray. Und Glas. Glas. Haben wir noch. Aber also, nicht normales Glas. Nee, also biegsames Glas. Total crazy. Also man muss irgendwie, ich denke immer automatisch dann an diese Geschichte mit Apple, mit dem neuen iPhone 6 Plus. Das leicht, war ja nicht so gewollt. Unfreiwillig, ja. Das Bandgate. Ja. Aber es gibt auch Glas, bei dem das gut ist oder wo das machbar ist, dass es biegsam ist, von Vorteil, auch für Smartphones geeignet. Okay. Und genau dieses Glas wurde vorgestellt. Hier sehen wir es. Wenn Sie das mit Ihrem Glastisch zu Hause probieren, wird's böse enden. Dieses sehr dünne Glas allerdings ist Aluminiumsilikatglas. Inzwischen kann der Werkstoff an vielen Stellen eingesetzt werden, zum Beispiel bei Trainerbänken der Fußball-Weltmeisterschaft oder eben auf Smartphones. Chemical tempering. Chemische Härtung ist auf Aluminiumsilikatglas sehr viel effektiver. Und darum zeigen wir dieses Glas, das ursprünglich in Elektronikprodukten genutzt wurde. For electronics and actually on. Bei diesem Smartphone zum Beispiel. This is the same glass. Aber man kann es auch anders verwenden. Wir würden es gern in Gebäuden einsetzen. And we believe that we can promote this glass in building. Inzwischen kann der eigentlich isolierende Baustoff Glas sogar elektrisch beheizt werden. Eine Beschichtung mit lasergeschnittenen Leiterbahnen macht's möglich. Ein beschlagener Badezimmerspiegel gehört hiermit der Vergangenheit an. Das ist ein elektrischer Heizkörper und hat eine trafolose Technologie. Das heißt also, wir haben keine Verlustleistung, Blindleistung, die über Spannungswandlung in einem Transformator passiert wird. Das heißt also, der rein elektrische Wirkungsgrad ist fast 100%. Glas, eigentlich schon eine Kunst für sich, aber mit Inspiration und Geschick wird Glas noch kunstvoller umgestaltet. Dieses Objekt von Jack Inc. aus Wien gibt's übrigens schon für 800.000 Euro. So ein wunderschönes Glasobjekt, 800.000 Euro, würde ich auch locker dafür hinlegen. Ha, ja, du schon? Also ich nicht, nee. Das wäre mir, glaube ich, vielleicht mal 8 Euro wert. Du kennst noch nicht die Ironie in meiner Stimme, lieber Rudi. Ja. Aber es gibt ja viel coolere Sachen, die man Weihnachten verschenken könnte, die auch vor allen Dingen viel günstiger sind. Ja. Tada! Tada! Was haben wir da Schönes? Keine Ahnung, du wirst es mir sagen. Ich weiß es ja schließlich. Okay. Das ist der Ion Block Rocker. Schaut aus wie ein Koffer, zumindest kannst du hier auch gleich die Reise antreten. Ja. Aber liegt auch ein Mikro drauf, ja. Das heißt, es könnte vielleicht was mit Musik zu tun haben. Und es könnte auch... Bisschen leiser vielleicht. Das war ein fetter Sound, du Halleluja. Ja, ja, also der hat ordentlich. Okay. So, ich hoffe, es ist nicht zu laut für die Kamera. Kann man dazu singen? Du könntest auch jetzt singen hier. Das ist eh ein Instrumentaltitel. Hallo? Hallo? Achso, das ist ein Instrumental. Wie war doch mal der Text von dem Lied? Von diesem Instrumentaltitel, yeah. Wie war gleich wieder der Text? Aber du, ich möchte dich heute noch sehen. Howie, oder? Gut. Howie. Du kennst dich im deutschen Schlager auf jeden Fall aus. Ja, was ja. Kann der noch? Gut, das ist ja schon eine feine Sache. Also in der Riesenzahl ist auch noch ein Radio eingebaut, so ganz nebenbei. Also man könnte auch zum Beispiel Deutschlandradio in vollster Lautstärke hören, den Kommentar des Tages mal ganz laut hören. Warum nicht? Aber das ist ja cool, wenn du so eine Party hast. Genau, machen wir leise. Ja. Man versteht uns nicht. Jetzt ist es wieder. Wie bitte? Ja. Wenn man eine Party hat, ja, und dann nimmt man so ein Köfferchen mit und dann dreht man es volles Rohr auf. Das geht, ja. Das sieht ja auch noch stylisch aus, finde ich eigentlich eben, eine ziemlich coole Idee. Sieht auch aus eben so wie ein klassischer Lautsprecher.
coolstuff.de. Oh ja. Hat noch mehr für uns. Hat noch mehr. Hier auf dem Tisch sehen wir noch ein paar Sachen. Wir schnappen uns mal dieses edle Teil hier von Josa. Es sieht aus wie ein Brillenetui im ersten Moment. Lustigerweise dachte ich das am Anfang echt? Auch. Okay. Aber ich habe es nicht aufbekommen. Deswegen dachte ich mir, muss es was anderes sein. Gut. Es ist nämlich ein Ladegerät. Ein Reserve-Ladegerät für zum Beispiel das iPhone, aber auch für Android-Smartphones, also universal geeignet. Wir sehen hier einen USB-Anschluss. Und da kann ich dann quasi mein Kabel fürs iPhone dranhängen oder fürs Android-Smartphone. Und jetzt kommt das Tolle. Du kannst, es gibt es in unterschiedlichen Varianten, mit bis zu 9 Ladungen für das iPhone beispielsweise. Das ist gigantisch viel. Wow. Das heißt, das Ding wird an sich aufgeladen? Mhm. Erstmal? Genau, das lädt man hier zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern auf jeden Fall hier dran, per USB am PC auf. Okay. Und auf der anderen Seite kann dann eben das Smartphone oder auch das iPad geladen werden. Also sogar das Tablet ist möglich damit. Gibt es in 3 Varianten. Wir sehen hier Q2, vielleicht kann man es in der Kamera lesen. Es gibt 1, 2 und 3. Mhm. Die Nummer 1 hat Saft für ungefähr 3 volle Ladungen iPhone-Tätigkeit. Mhm. Die 2 für 6 und die 3 für 9. Das ist super also praktisch. Also erstmal sieht es schön aus, ja, kann man überall mit hinnehmen, Handtasche. Ja. Ja, es ist auch völlig in Ordnung. Und das heißt, wenn ich mal mein Ladekabel vergessen habe oder unterwegs bin im Auto, im Park, wo auch immer, Handy geht leer, damit dann nicht mehr. Geeignet. Finde ich cool. Schönes wirklich. Weihnachtsgeschenk. Hast du noch was? Wenn du unterwegs im Park bist zum Beispiel, könntest du auch das hier mit dabei haben. Das Fitbit Charge. So ein Trainingsarmband. Ja. Du hast immer Uhren für mich dabei. Ich habe irgendwie zu Hause voll die Uhrensammlung. Hatten wir diese Pebble, die Smartwatch. Ja. Das ist jetzt noch eine etwas leichtere Variante. Also die ist wirklich, die wiegt ja gar nichts. Wie rum ist das denn? Ist das so fair? So rum. Ich mach mal an. Hier sieht man die Uhrzeit beispielsweise. Oder ich schalte mal hier so durch. Ein Schrittzähler, der noch bei Null ist, weil wir sitzen ja gerade. Ja. Aber dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Ein Schlaf zum Beispiel kannst du messen und diverse Einstellungen hier, Treppe rauf, runter laufen. Also wirklich für das Trainingsarmband schlechthin. Für unterwegs. Ganz neu übrigens, diese Variante jetzt auch mit der Uhr und mit den Anzeigen drauf. Ist brandaktuell, jetzt zum Weihnachtsgeschäft gerade rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich wiederhole, wenn ich sage, diese Seite ist der Oberburner. Ich habe da auch schon Weihnachtsgeschenke für mein fürs Christkind. genau. Fürs Christkind angeregt. Ja, ist wirklich coolstuff.de, ist echt eine schöne Seite. Perfekt. Ja. So, und das heißt? Weihnachten ist sozusagen gesichert. Gesichert, ja, auf jeden Fall. Und für die Festtage hätten wir jetzt noch 2 schöne Empfehlungen auf Blu-ray und DVD. Unsere Eileen in der Cinemathek war wieder auf der Suche und hat einiges gefunden, nämlich Love Steaks und I Am Ali. Bitteschön. Ein Hotel an der Ostsee. Clemens beginnt dort einen Job als Masseur. Er ist schüchtern, introvertiert. Also genau das Gegenteil von Lara. Die macht gerade ihre Ausbildung in der Küche des Hotels. Sie versucht ihm beizubringen, Spaß zu haben. Er versucht sie von der Flasche loszubekommen. Und beides stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Jetzt nehmen Sie die Maske ab und hören Sie auf mit dem Scheiß, ja? Abnehmen! Und jetzt? Jetzt dürften Sie sich entkleiden. Unter anderem 4 Auszeichnungen beim Filmfest München und den wichtigsten Award beim Max-Ophüls-Preis konnte der Abschlussfilm von Jakob Lass für das Team der Babelsberger Filmuni holen. Und das zu Recht. Skurrile Figuren, spannende Kameraarbeit, kein festgefahrenes Drehbuch. Für so ein authentisches Konzept und die Spitzenausführung gibt es 5 von 5 Filmklappen. I was the Concorde of boxing. I was at a high altitude than the rest, moving faster than the rest, but you just have to get used to riding on jets again. You can't ride Concorde. Cassius Clay. Die wenigsten wissen, dass dies der bürgerliche Name des Boxweltmeisters Muhammad Ali ist. Über Jahre hinweg führte er Audiotagebücher, die nun in I Am Ali zu hören sind. Zusätzlich stellt uns der Film wichtige Wegbegleiter vor, wie sein Bruder, seine Töchter und seine Ex-Frau die intime Einblicke in das Leben des Boxers geben. Mein Vater hat viele unterschiedliche Seiten. Manche sind bekannt, andere nicht so. Die Regisseurin Claire Loon schafft es, eine sehr unterhaltsame Mischung aus Bandaufnahmen, Erzählungen und Moodshots der Originalschauplätze zu kreieren.
Ayam Ali ist eine interessante Dokumentation, für die man keineswegs Fan des Boxsports sein muss. Es reicht, packende Lebensgeschichten sehen zu wollen. Dafür 4 von 5 Filmklappen. Er war immer schon vorausschauend und ahnte, wie wichtig gewisse Dinge einmal werden. Das Jahr 2014 war ein gutes Jahr für alle Smart Sticks, nicht nur für USB, sondern auch HDMI-mäßig. Den Wi-Fi-Display-Dongle von Schweiger haben wir vorgestellt, hervorragend getestet im Dr. Disch-Magazin. Und jetzt gibt es auch was sehr, sehr Schönes, noch brandneues hier. Den GoAll TV. Smart Stick steht drauf, oder? Ach, das musste ich auch noch vorlesen. Smart Stick. Weißt du, ich habe keine Ahnung von dem Teil. Und deswegen finde ich jetzt mal heraus, wie smart der wirklich ist. Der GoAll TV HDMI Smart Stick vom Hersteller EET verspricht Endless Entertainment und eine sehr einfache Installation. Wir schließen zunächst den Stick an einen HDMI-Eingang am Fernsehgerät an und stellen die Stromzufuhr mit dem Netzteil sicher. Als erstes wird im Menü die Sprache ausgewählt. Ungewohnt ist, dass die Fernbedienung, die sogenannte Air Remote, auch gleich eine Art Mauspointer integriert hat. Nach ein paar Grundinformationen geht es mit der Internet-Einbindung los. Eine Wi-Fi-Antenne ist bereits am Stick dran. Nun erfolgt die Anmeldung mit einem Google-Konto, um auf alle Apps aus Google Play zugreifen zu können. Somit ist klar, dass hier alles Android-basiert ist. Android 4.4 in einer speziellen, auf den Stick angepassten Version. Nach dem Abschluss der Konfiguration sind bereits einige Apps angelegt und müssen nur noch installiert werden. Filme über Netflix oder MaxDome, Musik über Spotify oder TuneIn Radio. Natürlich können auch sämtliche Inhalte aus YouTube mit dem GoAll TV Smart Stick auf den Fernseher gebracht werden und ein Internetbrowser ist ebenfalls vorhanden. Wir suchen nach TechTime und unsere Seite wird relativ schnell geladen. Nun folgt der Härtetest für sämtliche TV-Sticks. Darin sind bereits einige Android-basierte Sticks gescheitert. Ein Video auf der Seite starten. Es folgt eine Abfrage, wie das Video gestartet werden soll. Hier entscheiden wir uns für den Browser. Und in der Tat klappt alles wunderbar und in wenigen Augenblicken wird auch schon das Video gestartet und es kann in den Vollbildmodus gewechselt werden. Unter Spiele finden wir beispielsweise Angry Birds und installieren es aus Google Play. Die Steuerung erfolgt absolut intuitiv und mit der Fernbedienung macht es richtig Spaß. Aus Google Play können sämtliche Apps auf dem GoAll TV Stick installiert werden. Es kann sogar XBMC auf den Stick heruntergeladen und installiert werden. 8 GB Speicher sind vorhanden, davon sind etwa 6 GB verfügbar. Der Speicherplatz kann aber mit einer MicroSD-Karte problemlos erweitert werden. Künftig soll es möglich sein, per Adapter auch externe Festplatten anzuschließen. Insgesamt ist der GoAll TV HDMI Smart Stick von EET eine gelungene Ergänzung für Fernsehgeräte ohne smarte Funktionen. Die Bedienung mit der sehr speziellen Air Remote ist eine gelungene und innovative Idee. Mit einem Preis von 89 Euro bietet der Stick ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt ist wieder Zeit für unseren IT-Experten Jörg mit seiner Technik-Ecke. Es geht erneut um das VPN, das virtuelle private Netzwerk. Wir haben es ja beim letzten Mal zumindest kurz schon mal vorgestellt. Und jetzt gehen wir ins Detail, wie richtet man es eigentlich ein? Jawohl. Bitte, Jörg. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Ihrem Heim-DSL-Router und einem Android- oder iOS-Tablet wie das iPad so einen VPN-Zugang einrichten. Mit dem können Sie dann unterwegs übers Internet, zum Beispiel auch in einem Internetcafé, sicher auf Ihr Heimnetzwerk zugreifen. Viele Internetrouter haben VPN bereits eingebaut und damit geht die Einrichtung eigentlich auch ganz einfach vonstatten. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. So, dann richten wir zunächst mal unseren Router ein, in diesem Fall eine Fritzbox 7390. Dazu gehen wir auf System und Fritzbox Benutzer und richten einen Benutzernamen, eine E-Mail-Adresse und ein möglichst sicheres Kennwort ein. Dann stellen wir noch die Berechtigung ein, zum Beispiel den Zugang zu den NAS-Inhalten. Falls wir ein NAS, also ein Netzlaufwerk, direkt an den Router anschließen, können wir das hier hinzufügen und haben dann auch Zugriff auf unsere Videos, Fotos und so weiter. Und natürlich zum Schluss, nicht vergessen, die VPN-Verbindung einzurichten. Dann klicken wir auf OK.
und die VPN-Einstellungen wurden aktiviert. Und jetzt können wir uns noch die Einstellungen anschauen für unsere mobilen Geräte. Die zeigt er uns hier gleich an für Android und für iOS. Dann müssen wir noch ein sogenanntes MyFritz-Konto einrichten. Das ist nichts anderes als das eingebaute, kostenlose, dynamische DNS von AVM. Und jetzt wird automatisch eine E-Mail an meine vorher angegebene Adresse geschickt, die ich dann bestätige, und fertig ist die VPN-Verbindung. Und jetzt richten wir unser Android-Tablet ein, gehen dazu auf Einstellungen, weitere Einstellungen und fügen ein VPN hinzu. Auch das ist ganz einfach. Wir tippen hier den Namen der Verbindung ein, in unserem Fall Fritzbox, und müssen jetzt noch das Sicherheitsprotokoll für die sichere Verbindung auswählen, in unserem Fall IPsec Out PSK. Das ist das Protokoll, was die Fritzbox versteht. Dann noch die Serveradresse für MyFritz, also für den dynamischen DNS-Zugang vom Internet, und den sogenannten Pre-Shared Key, den wir vorher auf unserer Liste gesehen haben und den wir hoffentlich ausgedruckt haben. Jetzt verbinden wir uns mit der Fritzbox, mit dem Benutzernamen und dem Kennwort, und schon sind wir mit dem VPN-Netzwerk verbunden. Und jetzt noch unser iPad. Hier gehen wir auf Einstellungen allgemein und ganz unten finden wir den Menüpunkt VPN einrichten, VPN hinzufügen hier anklicken. Wir wählen das sogenannte IPsec-Protokoll aus, geben eine Beschreibung ein, wieder den Servernamen, unseren Accountnamen, Passwort, und das war's schon. Schon sind wir über ein VPN-Netzwerk mit unserer Fritzbox verbunden und können hier auf den angeschlossenen NAS-Speicher an der Fritzbox zugreifen. Habe ich zum Beispiel wichtige Dokumente wie Briefe oder Verträge vergessen mitzunehmen, kann ich auf diese Weise immer darauf zugreifen. Oder meinen Freunden ein paar neue Fotos zeigen und direkt vom NAS abrufen. Besonders interessant aber finde ich die Möglichkeit, mich über VPN auch mit meinem Telefonanschluss zu Hause zu verbinden. Mit einer kostenlosen App für iOS und Android kann ich den sogar im Urlaub für günstige Telefonate nutzen. Bin ich zum Beispiel im Ausland mit einem WLAN eines Hotels verbunden, kann ich über so eine App per VPN-Verbindung günstig Telefongespräche per Festnetz in meine Heimat führen. Dazu muss ich natürlich vorher auch wieder einen dynamischen DNS-Dienst aktiviert haben, damit ich unterwegs auch meine aktuelle Routeradresse zu Hause finden kann. So, ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Wenn nicht, schauen Sie sich diese Sendung einfach nochmal an. Entweder im Fernsehen oder im Internet. Wenn Sie einen AVM-Router haben, wie ich in diesem Beispiel, dann schauen Sie doch im Internet unter www.avm.de/vpn. Dort finden Sie alles Weitere zum Nachlesen. Natürlich gibt es auch in dieser Sendung wieder unser YouTube-Fundstück des Monats. Oh ja, und dieses Mal haben wir keinen Hund. Wir haben übrigens hier haben wir einen neuen Hund. Als der Studiohund. Kuckuck. Wie Boxer. Nennen wir ihn eigentlich? Nein, das sollen unsere Zuschauer. Genau, ja. Wir suchen den Namen dafür. Ja. Das wär's doch. Also schreiben Sie uns auf Facebook. Zum das Beispiel. Posten wir erstmal. Oder pixel@techtime.tv, ja. Geht natürlich auch immer. Was magst du? Versteckst du dich? Also. Ach so, nein, okay. Aber ein Eichhörnchen haben wir noch nicht als Kissen. Nein, noch nicht. Deswegen haben wir das in unserem YouTube-Fundstück des Monats. Und es geht lustigerweise mal wieder um eine GoPro. Das ist, glaube ich, jetzt auch so eine kleine Serie mittlerweile. Mhm. Wir hatten den Hund mit der GoPro, der Walter, der da an den Strand gelaufen ist. Und jetzt ist es ein Eichhörnchen. Und was macht das Eichhörnchen mit der GoPro? Kann ich nicht verraten, sehen Sie selbst. Ich sage nur so viel, Technik im Härtetest. Auf den Baum rauf, mal eben hier die GoPro mitgenommen und dann natürlich zack, fallen lassen. So ein cooles Vieh. Also ich liebe ja sowieso Eichhörnchen. Ich liebe diese Kissen, ich liebe einfach alles. Sie denken daran. Einen alten Fernseher. Ich habe einen alten Fernseher, was hast du? Ich habe tatsächlich, wahrscheinlich killt mir jetzt das Mikro hier, aber eine Kassette. Eine gute alte
Nostalgie. Ja, ich hab da ist dein Mikro, müssen wir mal ein bisschen das aufpassen. Ist völliges Chaos. Ja. Da macht ja nichts. Sie denken dran, wir brauchen einen Namen für den Hund. Ja. Ja? Und an unsere E-Mail-Adresse dann bitte auch Ideen, Themenvorschläge, wie auch immer. Sehr, sehr gerne sind wir da offen für. Immer her damit. Und Rudi, du erinnerst dich vielleicht nicht, weil du hast es verdrängt. Jetzt ist unser Hund runtergefallen, leider. In der letzten Sendung haben wir ja die Kängurus gehabt, die in Australien auf der Straße geboxt und getanzt haben. Oh, mir schwant Übles. Und dann hatten wir am Ende der Sendung, hast du mir gesagt, du möchtest gerne mit mir tanzen. Habe ich das gesagt? Boah, ich habe so temporäre Demenz. Nee. Das haben alle, die nicht gerne tanzen. Aber weißt du, das Schöne ist, wir haben auch heute mal diese Musik dabei. Ja. Möchtest du Musik machen? Du könntest gerne am Tisch tanzen, wenn du magst, oder? Ja, ich tanze jetzt hier auf dem Tisch. Also, liebe Zuschauer, wenn es Ihnen jetzt total peinlich wird, dann dürfen Sie kurz abschalten für die nächsten 30 Sekunden und dann wieder einschalten. Du machst Musik? Wir machen Musik, genau. Ich sag schon mal jetzt Servus, bevor es so oberpeinlich wird. Oberpeinlich wird. Es ist auch schön laut. Oh mein Gott! Okay. So, dann was tanzen wir denn? Den Mikro-Tanz. Ich muss mein Mikro halten hier immer. Ah nee, das ist der Mann, oder? Wie machen die Frau? Wir machen, ja, wo? Mein Hilfe! Mach mal so. Genau. Es wird immer peinlicher. Jetzt dürfen Sie wieder einschalten. Wir sind weg.